So, und da sind wir auch schon wieder. Wir haben den Turm für uns gewonnen. Da unten läuft ein Troll durch die Gegend und sammelt Steinchen. Unglaublich cool. Das Ding ist, ich würde gern... Was würde ich gern? Guck mal nochmal auf die Karte. Ausgestoßen, ne? Ich würde mir erst das Ithilien-Dings holen. Dann würde ich mir den ausgestoßenen Punkt schnappen. Und dann unten... Das Artefakt. Klingt gut, oder? Ich denke, das sollten wir so tun. Ich denke, das ist eigentlich eine sehr solide Art und Weise, wie wir vorgehen sollten. Ich weiß gar nicht, ist hier... Hier ist gerade gar keiner. Immer dieses Leid. Ich weiß, das ist nicht gut. Man sollte meinen, dieser Ort würde nicht so schnell in Dunkelheit versinken. Es müsste hier eigentlich irgendwo sein. Das da hinten ist es nicht. Das da auch nicht. Ach, da oben. Oh ja. Und das nächste Wort haben wir. Wer weiß, was wir da alles machen können. Oh, wir können hier schon wieder. Pass mal auf. Jetzt nehmen wir uns hier den noch, weil dann können wir hier bei den Waffen und Runen, bei dem Dolch, noch ein Runenzeichen dazu führen. Und das bedeutet, wir können... Was können wir? Chance von 18% bei einer Tötung mit Terror-Dings? Nee. Eins mit der Natur. Immun gegen Gift. Beachte, die Effekte von Eins mit der Natur-Runen stapeln sich nicht. Ja. Die Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Schleichtötung mit der Fähigkeit terrorisieren. Na, erhöht die Moralschädigung bei Gegnern. Chance von 55%. Das andere war Chance von 18% bei... Ah ja, nehmen wir das hier. Ist krass mittlerweile, ne? Es sammelt sich... Und ich wollte irgendwo in diese Richtung. Kann das sein? Genau hier drüben hin wollte ich. Oh ja, das werden sie. Wie sieht's hier aus? Ganz gut. Im nächsten Kampf werde ich so viele Feinde töten, dass der Hauptmann mich mit mehr Glück beschenkt, als ich trinken kann. Vielen Dank, Fremder. Hab Dank. Jawohl. Bitte halte meine Freunde, bevor es zu spät ist. Sie wissen nicht, wann sie den Mund halten müssen. Wir sind frei! Jetzt schrei doch nicht! Diese Spinnen, ne? Gehen wir doch nochmal in diese Richtung und gucken uns das an. Ich habe gehört, dass diese Kreatur hier wieder rumgeschnüffelt hat. Sie ist leider schon wieder entkommen. Ja, so ist das manchmal. Kann man nicht viel machen. Vor einer Woche wurde uns gesagt, wir würden nach Norden marschieren. Aber wir sind immer hier. Wer auch immer hier die Verantwortung trägt, dessen Kopf sollte auf einen Speer aufgespießt werden. Okay, okay, okay. Hier lang. Wir mogeln uns hier durch.
warst du vorhin? Auf der Jagd? So ein bisschen. Also ich zumindest. Bei euch kann ich da leider nicht sprechen. Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleichhäute härter arbeiten lassen. Na komm. Huchi! Der Waldläufer! Du denkst, kommst du jetzt? Zack! Und der noch weg und der noch weg. Zack. Doch, das kann ich. Und einmal fröhlich wieder aufladen. Läuft doch gut hier. So, den da hole ich mir jetzt noch schnell. Oh ja. Schneit das hier gerade? Zack. Freiheit. Oh ja. Die Kohle sehen aus wie eine Bleichhaut, die ausgehungert und eine Woche lang geschlagen wurde. Oh Gott, was bauen die hier? Und wieder lebendig geworden ist. Ich bin ein kleines Talent. Das. Das stimmt. Viele haben mich nicht gesehen, bis ich da war. Ich werde einfach alles und jeden hier vernichten. In diesem Lager. Der Hauptmann hat aufgegeben, die Leichen zu zählen, die der Waldläufer durch seine Überfälle aus der Luft hinterlässt. Aus der Luft? Oh, wir sind ja richtig erfolgreich, wa? Koste meinen Stahl! Vielen Dank, Waldläufer. Okay. Die Urukhöhlen. Vor Saurons Rückkehr waren die Urukhöhlen eine Marktstadt, die unter den Ausgestoßenen als der Felsbau bekannt war. Nun befindet sich dort ein Sklavenlager, in dem frisch gefangene Menschen darauf warten, in verschiedenen Regionen Mordors verfrachtet zu werden. Okay, das klingt lecker. Da bin ich voll dafür. Moment, was ist das? Was habe ich hier für ein lustiges Zeichen? Ich sollte mich da oben vielleicht etwas mehr einmischen. Kann das sein? Okay.
solche Ratten. Und diese wahrscheinlichen Ratten werde ich mir gleich schnappen. Ja, das wäre ziemlich cool. Sieht aus, als könnte man hier hochklettern. Ich habe gesehen, was der Grabwandler mit dem Sprengstoff gemacht hat. Er hat alles mit einem einzigen Schuss explodieren lassen. Und jetzt sind überall Uruk-Fleischfetzen verteilt. Warte, ich rieche etwas. Den verhören wir. Und zwar würde ich gern wissen, wer bist du? Ach so. Okay. Ja, der sagt nicht mehr ganz so viel. 6 Pfeile haben wir. So viele Ghule hast du noch nie gesehen. Du solltest doch. Komm her. Ich werde dir nicht wehtun. Dieses Horn bedeutet den Tod, Waldläufer. Das stimmt schon. Tod aller Mensch. Heute werden wir seinem Blut. Zack. Heute werde ich mich nicht davon ab. Halten lassen, den Typen da zu erledigen. Das ist der Tag, an dem der Untötbare getötet wird. Zack, weg mit ihm. Wir reißen dir die Knochen raus und fertigen Flöten aus ihnen. Das sehe ich auch so. Zack. Den mache ich fertig, den Arsch. Zack, weg mit dem. Den auch noch. Ich liebe ja diese riesigen Kampfszenen hier. Menschen!
Noch nein. Hast genug vom Versteckspielen. Ah. Von mir aus, das ist dein Ende. Ich muss nur den einen erledigen. Heute werden wir in deinem Blut und Blut für den dunklen Herrn. Ah, was ist das hier für ein ewig langer Kampf? Ah, das tat weh. Ich frag mich, wie viel dein Tod wohl wert ist. Hauptmann bestimmt. Ah, wieder einen befördern lassen. Hat dich getötet. Ach, komm schon. Okay, der fordert jetzt den heraus. Ich helfe ja eher den Orks, als dass ich mir helfe. Moment, ich bin verwirrt. Warum haben die alle so viel Macht? Stört mich jetzt ein bisschen. Ich verstehe diese Kräfte nicht, Geist. Ich verstehe nicht, was mit mir passiert ist. Ich auch nicht. Aber ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Es gibt nichts, vor dessen Einsatz unser Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlangen. Wir müssen ebenso erbarmungslos vorgehen wie er. Das sehe ich auch so. Wir müssen jetzt so Dinge tun. Ich will diesen Untötbaren töten. Das hätte ich voll gerne. Aber die kleine Petze schreit ja immer gleich nach Hilfe, wenn die ein Problem hat. Ich muss den gleich jetzt und gleich hier ausschalten. Ohne dass der nach Hilfe schreien kann. Ach, nein! Siehst wohl gern Uruk gegen Uruk, oder? Dann komm her und mach mit! Ich werde dich jetzt gleich hier töten. Nein, hier fliegt keiner. Komm, komm, Attacke hier. Weg mit dem. Ich drücke sein Blut zum Ab.
Okay. E! Es war E! Ich hätte E drücken müssen! Wohl, Waldläufer! Oh. Für jeden verdammten Uruk, den ich umbringe, kommen 5 neue! Natürlich! Autschi. Oh Gott, diese ganzen Machtkämpfe, ne? Mhm. Ist schon ein bisschen gruselig. Aber meine Fertigkeiten werden ja besser. Dieser Fluch auf uns lastet und wir aneinander. Ja, Fluch, Schmuch, nasses Tuch, nahender Sturm, Orkschlechter. Tödlicher Bogenschütze, Dolch. Ich weiß ja nicht. Was macht die, letzte Chance, Todesstoß. Die Fähigkeit, einen endgültigen Todesstoß während einer letzten Chance zu laden. Zu landen. Ach, ich kann dann... Das brauche ich. Bunden sind, werden wir gemeinsam in Mordor Schrecken verbreiten. Sauron vertraut auf die Schwäche der Menschen. Auf ihre Machtgier, ihren Zorn und ihren Hunger nach Ruhm. All diese Wege macht er sich zunutze. Das stimmt. Wir müssen vorsichtig sein, denn wir dürfen durch unser Vorhaben, ihn zu vernichten, nicht zu seinen Dienern werden. Da gebe ich dir vollkommen recht. So, ich muss nur mal gucken, wo dieses blöde Zeichen ist. Ich wette mit dir, mein fast Grog und einen halben Sklaven. Ah, hier. Zack. Sehr, sehr cool. Geht doch. Die neue Cream. Schwächen. Furcht vor Graugs. Gerät in Panik beim Anblick von Graugs. Erleidet Schaden durch Kampf, Todesstöße. Erleidet Schaden durch Explosion, kann durch Explosion verwundet werden. Ich sollte mehr mit solchen Tricks arbeiten. Zunächst mal. Das ist unsere Chance. Ja. Genau das ist sie. Das ist eure Chance. Wende dich nur, kleiner Wurm. Naja, klein würde ich jetzt nicht sagen. Ich werde einfach jeden hier töten, damit er am Ende ganz alleine dasteht. Ja, geh ans Feuer, mein Kleiner. Geh ans Feuer. Unglaublich, dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Oh.
Genau der. Die Jungs letzte Nacht von deinen großen Helden. Ja. Kannst kaum erwarten, ihnen zu erzählen, was ich dir jetzt antue. Jetzt mach ich dich fertig, Arschgeige. Komm schon. Oh ja, Mann, das ist eine Heldenmove. Zack. Den machen wir noch weg. Lichten wir ihre Reihen. Genau, Mann. So wollte ich das sehen. So, gucken wir mal ganz kurz ins Menü, damit wir hier Verbesserungen noch einmal final vornehmen können. Wir nehmen definitiv das hier. Letzte Chance Todesschuss ist, glaube ich, das Ding, was wir brauchen. Alles andere würde ja keinen Sinn machen. Erhöht dein maximalen Elbengeschosse um 2. Ja, ganz cool. Fokus wäre aber, glaube ich, wichtiger. Oder ein weiterer Runenplatz für deinen Bogen.